Die GroKo hat sich geeinigt, es wird demnächst ein verpflichtendes Lobbyregister geben. Wollen wir mal hoffen, dass das auch wirklich etwas bringt, wenn sich demnächst Lobbyisten registrieren müssen. Wenn sie zum Beispiel das nächste Mal der Bundesregierung, ich sage es einfach mal, Masken verkaufen wollen. Sie erinnern sich, im vergangenen Frühjahr wurden ja hektisch Masken angeschafft in Deutschland. Und da kam man auf einmal mit Leuten ins Geschäft, die offenbar nur mit Masken gehandelt haben, weil ihnen Waffengeschäfte zu seriös waren. Wie zum Beispiel zwei Schweizer Jungunternehmer mit ihrer Firma Emix Trading, die Jens Spahn Masken verkaufen wollten für den komplett überzogenen Preis von 9,90 Euro pro Stück. So berichtet es der Spiegel. Masken sind ja eigentlich Centartikel. Die Frage ist also, wie kommt man mit so einem Wucherangebot an einen Politiker ran, wenn man erstmal niemanden kennt? Ganz klar, man braucht Lobbyisten, die Türen öffnen. In diesem Fall wurde Andrea Tandler tätig. Andrea Tandler kennen Sie nicht, aber bestimmt Ihren Vater, Gerold Tandler. Gerold Tandler, CSU, ist vor allem bekannt geworden, weil ihm eine uneidliche Falschaussage und Hilfe bei Steuerhinterziehung vorgeworfen wurde. Der Prozess dazu wurde gegen eine Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 150.000 Mark eingestellt. Also eigentlich eine ganz normale CSU-Karriere. Tandler war Amigo von Franz Josef Strauß. Für die Jüngeren, die Strauß nicht mehr kennen: Franz Josef Strauß hat Bayern erfunden und war da lange Zeit so eine Art König. Man kann ihn sich vorstellen als eine Art Mischung aus Uli Hoeneß, Don Corleone und einer Schweinshaxe mit Bluthochdruck. Die Tochter von Strauß wiederum ist Monika Hohlmeier. Monika Hohlmeier ist für die CSU Abgeordnete im Europaparlament und laut Spiegel eine Bekannte von Andrea Tandler. Und nun soll Andrea Tandler Monika Hohlmeier gebeten haben, für die Firma Emix Trading Masken zu verkaufen. Und sie hat dann wohl Jens Spahn kontaktiert und tatsächlich war es so, dass am Ende der Bund dem Unternehmen für mindestens 350 Millionen Euro Masken zu völlig überzogenen Preisen abgekauft hat. Weitere 15,2 Millionen Euro kamen aus Bayern, sodass sich die beiden Emix-Typen am Ende ein Ferrari und zwei Bentleys kaufen konnten. Mit freundlicher Unterstützung der deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Also sollten Sie die Autos mal in Zürich sehen, einfach einen Zettel hinter die Windschutzscheibe klemmen. Danke für die Masken. Da freuen die sich. Übrigens, der Bundeswehr wurden diese Masken von Emix zu den gleichen überteuerten Preisen angeboten. Die hat damals aber abgelehnt. Das ist vielleicht die wahre Überraschung an der ganzen Geschichte, dass das Amt für Ausrüstung bei der Bundeswehr eine vernünftige Entscheidung getroffen hat, die Geld gespart hat. Aber zurück zur CSU. Vergangene Woche wurde dann ja auch noch die Immunität von Georg Nüßlein aufgehoben. Der ist CSU-Fraktionsvize im Bundestag und gegen ihn gibt es Ermittlungen im Zusammenhang mit, dreimal dürfen Sie raten, dem Ankauf von Masken. Die Generalstaatsanwaltschaft München ließ deswegen unter anderem Büros und Wohnungen des CSU-Abgeordneten durchsuchen. Nach Angaben der Behörde besteht der Anfangsverdacht der Bestechlichkeit. Wie übereinstimmend berichtet wird, geht es um Beraterhonorare für die Vermittlung der Maskengeschäfte. Es geht um über 600.000 Euro. Provision. Oder wie er es nennen würde, Corona-Überbrückungsgeld. Aber es ist natürlich klar, dass man gern hamstert, wenn man schon Nüßlein heißt. Wenn Sie den Geschäftstüchtigen bei Juwaren nacheifern wollen, unser Superexperte Heinz Strunk sagt Ihnen, wie das geht. Das Geschäft mit der Angst in Pandemiezeiten boomt. Skrupellose Corona-Kriegsgewinnler nutzen die Notlage zu ihrem Vorteil aus und versuchen mit allen Mitteln Kapital aus der Krise zu schlagen. Bis zu tausendfach überteuerte Masken, Beatmungsgeräte ohne Sauerstoff, Raumdeos, die angeblich Coronaviren aus der Luft ziehen und unschädlich machen. Ha, Bock drauf? Maskenzeit, Goldgräberzeit. Das CSU-Amigo-System ist zurück. Während Einzelhändler, Gastronomen oder Künstler um ihre Existenz kämpfen, soll die CSU-Lobbytruppe mit dem Maskenverkauf richtig Kasse gemacht haben. Wenn das der alte Franz Josef noch erleben könnte. Greifen auch Sie in der Krise zu und melken Sie mit. Von Kurzarbeitergeld für Verstorbene bis zu Soforthilfen für Zombiefirmen. Dieter DSF, der anonym bleiben will. Ich habe 9x9.000 Euro Corona-Hilfe für eine Briefkastenfirma in Honolulu beantragt. Da hatte ich richtig Geld in der Tasche. Oder Bernd Z aus H, der ein Beatmungsgerät entwickelt hat, das aus Europaletten und einer handelsüblichen Luftpumpe selbst montiert werden kann. O-Ton? Den Bausatz gibt's schon für 999 Euro. Viel Spaß beim Zusammenschrauben. Tanja D. aus T.
hat ihr Fitnessstudio in eine Salzgrotte umgebaut, deren Dämpfe den Covid-Erreger zuverlässig neutralisiert. O-Ton Tanja D. Ich lass das Virus, keine Chance. Mein Tipp, je nischiger, desto besser. Ein Popcorn-Lieferdienst, selbstschäumende Covid-Shampoos oder die formschöne Intimdusche Inzidenz. Die Krise erweist sich als Gamechanger. Fest steht, das Business mit das Virus boomt. Schneiden auch Sie sich Ihren Teil vom Corona-Kuchen ab. Hier ein paar clevere und ganz legale Ideen, die ohne Wagniskapital auskommen. Erfinden Sie Corona-Witze und verkaufen Sie sie für 1 Euro in einem Fake-Shop. Starten Sie als Wahrsager durch. Rosige Prognosen für die Nach-Corona-Zeit sind beliebt bei Alt und Jung. Entwickeln Sie eine eigene Corona-Warn-App mit lustigen Alarmsignalen und, oder. Machen Sie es wie Günther T. aus P., der sich mit Hilfe des Experimentierbaukastens der kleine Chemiker das nötige Know-how für die Entwicklung eines eigenen Impfstoffs angeeignet hat. O-Ton Günther T. Meine Frau war so begeistert, dass sie mir gleich eine Notfallzulassung erteilt hat. Werden Sie kreativ und machen so das Beste aus der Krise. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen recht schönen guten Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das hier könnte euch auch gefallen, ist nämlich auch von uns. Und hier könnt ihr uns abonnieren und natürlich am besten auch die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts mehr von Extra 3 zu verpassen. Wer hatte die Idee mit der Glocke?